Ich freue mich sehr, Daniela Brugger vorzustellen. Daniela ist Journalistin in der Ukraine. Sie ist auch gerade jetzt, glaube ich, noch in Kiew. Seit Kriegsbeginn ist sie als Korrespondentin tätig für den Standard, für den Radiosender FM4, aber auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rai in Italien. Sie publiziert aber auch sehr viel, unter anderem im Geo-Magazin, Zeit, Tagesspiegel oder auch für Al Jazeera. Im Jahr 2021 war sie als IJP-Stipendiatin in Jerewan in Armenien. Weiters freue ich mich, euch Igor Mitschnik vorzustellen. Igor ist Area Manager in der Westukraine bei der NGO Community Organized Relief Efforts, kurz CORE genannt. Bis April 2022 war er Projektleiter bei der deutsch-schweizerischen NGO Libereco, Partnership for Human Rights, mit einem Schwerpunkt auf Ukraine und Belarus. Er ist Ex-Büroleiter und Mitbegründer von Drukania Civil Society Center Sloviansk. Das ist ein zivilgesellschaftliches Ressourcenzentrum in Sloviansk in der Donetsk-Region. Er hat einen Doppelmaster in Sicherheitspolitik und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt auf Osteuropa. Und ja, also schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen, Daniela und Daniela und Igor. Und es ist jetzt so, dass wir, also ganz kurz zum Ablauf, wir fangen an mit zwei inhaltlichen Inputs von unseren Expertinnen. Und da wäre es super, wenn du, Igor, beginnst mit einem, ich glaube, eher sehr, sehr hintergründigen mit einer sehr hintergründigen Einleitung, damit wir auch ein bisschen mehr einen Einblick dafür kriegen, wie konnte es eskalieren, wie konnte es zu diesem Krieg kommen. Vielen Dank, liebe Frau Kreit, ich mache alles im Hintergrund aus, für die nette Einführung und die Vorstellung. Kleine Korrektur, die wichtig wäre: Ich bin nicht mehr Area Manager. Ich war Area Manager bis Ende September bei CORE, also genau ein halbes Jahr hört mich. Ich sehe skeptische Blicke. Okay, man hört mich. Ich bin erkältet im Vorfeld, das heißt, es kann sein, dass irgendetwas noch deutlicher genuschelt, noch mehr genuschelt rüberkommt, als ich sowieso schon rede. Habt keine Sorge, da vielleicht etwas nachzufragen, auch weil einige Begriffe, die ich in meiner folgenden Ausführungen vielleicht etwas doch zu theoretisch irgendwie wirken könnten. Also ich freue mich generell auf die Diskussion, weil ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen werde, als es erwartet war. Ich bin gerade freiberuflich tätig mit mehreren internationalen Organisationen, vor allem im analytischen Kontext zur Ukraine. Seit Oktober, also mit einer Brückenorganisation, mit einer nicht amerikanisch registrierten, aber amerikanischen Organisation namens Center for Operational Analysis and Research, bin ich auch tätig derzeit. Das heißt, bin nach wie vor sehr involviert in alles, was in der Ukraine passiert, aus analytischer Perspektive, aber gerade nicht vor Ort. Deswegen, ich denke, dass Daniela und ich uns da sehr gut ergänzen werden, weil Daniela auch vor allem in den bewegenden letzten 2 Monaten in der Ukraine auch an sehr heißen Orten war. Ich werde immer wieder kurz das Mikrofon ausmachen und husten. Ich hoffe, das ist einfach okay. Sorry. Also nochmal vielen Dank für die Vorstellung und Einführung. Es freut mich natürlich einerseits, dass ich heute mit Daniela über die Situation in der Ukraine sprechen kann, auch wenn der Anlass natürlich alles andere als schön ist und schön bleibt. Wir beide, sowohl Daniela wie auch ich, also wir kennen uns schon einige Jahre und waren zu Beginn dieser Invasion in der Ukraine auch direkt gewesen, am 24. Februar. Wir hatten bereits in der Ukraine eine Zeit lang gearbeitet und sind seitdem auch bereits früher dahin zurückgekehrt, um in verschiedenen Funktionen dann irgendwie unseren Beitrag jeweils in unseren verschiedenen Rollen zur Verbesserung der Lage zu leisten. Um zu verstehen, wie es zu diesem Krieg generell kommen konnte, sollte man auch, wenn ich es eigentlich ehrlich gesagt nicht gerne tue, in Russland ansetzen. Ich sage nicht gerne, weil ich denke, dass seit jeher grundsätzlich der Fokus in der deutschen und westlichen Osteuropaforschung immer viel zu stark auf Russland gerichtet war und deswegen Länder wie die Ukraine viel zu wenig beleuchtet wurden und Forschungsprojekte zur Ukraine auch immer wieder unterfinanziert waren und im Schatten des auch vermeintlichen, imaginierten, sogenannten großen Bruders Russland immer standen. Aber da Russland in diesem Krieg der Aggressor ist, kommt es um eine Auseinandersetzung mit russischen narrativen, ideologischen Fundamenten kommt man nicht. In den
nunmehr als 20 Jahren autoritärer Herrschaft in Russland unter Wladimir Putin hat sich eine revisionistische Staatsform gefestigt, die wirtschaftlich, politisch und kulturell wenig sogenannter Soft Power ausstrahlt. Soft Power als politikwissenschaftlicher Begriff beschreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph F. Nye, der das Konzept so definiert hat, als eine natürliche global oder regional wirkende Attraktivität bestimmter Staatsmodelle durch ihren eben, das natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt, durch ihren wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Erfolg. Beispielhaft dafür stehen für Nye die USA und westliche Staaten, die Allianzen und politisches Gewicht durch diese Softpower eben aufbauen und in verschiedenen Regionen der Welt kultivieren können. Nye zufolge funktioniert dieses Modell von Softpower für Russland nicht, für China auch nicht, weswegen Russland bestrebt war, bestimmte geopolitische Ambitionen halt eben auf andere Art und Weise umzusetzen. Und da sich die russische Führung nun aber trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion im Jahr 91 in beständiger Konkurrenz zum Westen und allen voran den USA sieht, wobei auch Großbritannien und andere Staaten immer wieder eine große Rolle in bestimmten Feindbildkultivierung in Russland gespielt haben, und Russland sich in imperialer Überzeugung auf eigene Einflusszonen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft doch fixiert hat, werden nun mehr militärische Mittel eingesetzt, um langfristige politische Kontrolle in und über ihre Nachbarstaaten zu erreichen. Und im konkret heute diskutierten Fall eben diese militärische und politische Kontrolle im Fall der Ukraine auch zu erzwingen. Dass Russland von diesem Gewaltmodell der Außenpolitik nicht abweichen würde, das klingt auch sehr schmitschisch, aber wenn man sich halt, wie gesagt, auch mit der Argumentation einiger politischer Führungspersonen auseinandersetzt, sind Carl Schmitt und einige auch sehr faschistisch angehauchte Denker doch tatsächlich sehr präsent. Das hat man im Westen trotz der von mir monierten übermäßigen Fokussierung der westlichen Forschung auf Russland auch im Anbetracht der offenen Kriegsführung Russlands in den vergangenen Jahren, vor allem in den Ländern Tschetschenien, Georgien und Syrien, massiv unterschätzt. Und was nun deutlich scheint, ist, dass wir seit Februar auch innenpolitisch in Russland bislang einen totalitären Höhepunkt erreicht haben, charakterisiert durch Führerkult, Gleichschaltung der Medien, Unterdrückung jeder Form von Zivilgesellschaft und Opposition sowie der Kultivierung von Feindbildern im Inneren der eigenen Gesellschaft. Da sprechen wir von den sogenannten ausländischen Agenten sowie von äußeren Feindbildern, wie eben der Ukraine. Als äußere Feindbilder wurden aber auch internationale und nationale Organisationen bestimmt, die auch nur im weiteren Sinne irgendwie im Zusammenhang von Demokratieförderungsprojekten oder zivilgesellschaftlichen Austausch standen. Die wurden halt in den letzten Jahren massiv kriminalisiert und Universitäten auch mehr oder weniger gleichgeschaltet, inklusive der bis Februar international gut vernetzten Higher School of Economics, die sich dann im Rahmen eines offenen Schreibens, offen für den Krieg in der Ukraine, ausgesprochen hat, der im Land auch selber gar nicht so genannt werden darf, sondern eine vermeintliche militärische Operation zur vermeintlichen Denazifizierung der Ukraine bezeichnen. Musikerinnen, MusikerInnen, Intellektuelle haben das Land noch bevor Ende Sommer die massive Welle an mobilisierungsgeflüchteten Männern stattfand, verlassen. Und ja, wir befinden uns in einem, sagen wir mal, schwierigen Zustand dort. Bereits seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde für einen nicht unwesentlichen Teil der russischen Eliten das Topos der sogenannten russischsprachigen Minderheit zu einem wichtigen außenpolitischen Kommunikations- und Machttool. Im Kontext der Europäischen Union fand die Diskussion um die Rechte der russischsprachigen Minderheiten, vor allem im Kontext der beiden baltischen Staaten, Lettland und Estland, regelmäßige Beachtung und wurde von Russland auch immer wieder auf die Agenda gesetzt. Als Mitglieder der Europäischen Union und NATO waren sie natürlich einem geringeren Sicherheitsrisiko ausgesetzt als für die Ukraine und die Republik Moldau galt und gilt. Was aber nicht bedeutete, dass es nicht regelmäßige russisch geschürte politische Destabilisierungsversuche in eben diesen Ländern gab und weiterhin auch immer wieder gibt. Teils eben auch durch die Manipulation russischsprachiger Letten und Estinnen und Esten. Soweit hole ich aus, weil es dann natürlich auch in unmittelbarer Nähe zum Kontext der Ukraine steht, weil bestimmte Momente der russischen außenpolitischen Tools einfach copy-paste in unterschiedlichen Kontexten angewandt werden und wurden. Und dabei wurde und wird
sehr bewusst russischerseits immer wieder ziemlich vage gelassen, wer konkret als russischsprachige Minderheit eingestuft werden kann und welchen Bezug diese Gruppe zum russischen Staat konkret oder auch kollektiv haben kann. Falls also sowas wie ein kollektives Bewusstsein bei den unterschiedlichen russischsprachigen Gruppen in den jeweiligen Ländern überhaupt geben kann, das ist eine andere Frage. Häufig kann man das oder in der Regel kann man das beneiden. Im Kontext der gegenwärtigen auch kommunikativen Radikalisierung russischer politischer Akteure ist aber nun klar, dass im russischen Narrativ jede russisch sprechende Person faktisch als eigener Bürger im weitesten oder direkten Sinne gewertet werden kann, unabhängig von der vorhandenen Staatsbürgerschaft oder Selbstidentifizierung. In der eigenen politischen Logik könnte Russland dieses abstrakte und zumeist auch einseitige Zugehörigkeitsverständnis der russischen Nation deswegen als Grund für militärische Handlungen jederzeit und überall vorschieben. Selbst eben, und das war mir wichtig zu betonen, gegen den Willen der Subjekte, um die es eigentlich geht selbst. Und damit kommen wir zu besonderen Situationen in der Ukraine, einem Land, das seit dem 24. August 1991 unabhängig ist und dessen territoriale Integrität von Russland nicht nur bei der gegenseitigen Anerkennung der Staatsgrenzen unmittelbar nach den Unabhängigkeiten der beiden Länder anerkannt worden ist, sondern zumindest auf dem Papier, sondern auch erneut bei der Aufgabe des ukrainischen Atomwaffenarsenals im Jahr 1941. Bei der Unterzeichnung des sogenannten Budapester Memorandums wurde diese Anerkennung von Staatsgrenzen und territoriale Integrität nochmal bestätigt. Und das schloss, wobei diese Debatte seit 2014 immer wieder aufkommt, natürlich auch die Krim mit ein. Kurz vor seinem Tod im Mai dieses Jahres sagte der erste Präsident der unabhängigen Ukraine, Leonid Kravchuk, war Präsident 91 bis 94, dass sein größter Fehler während seiner Präsidentschaft darin bestanden habe, dass er Russland geglaubt habe. Für die russische politische Führung und einen wesentlichen Teil der russischen Eliten blieb die Ukraine nämlich immer ein Objekt und nicht Subjekt der internationalen Beziehungen. Und die Bevölkerung als Ganzes in der Ukraine, mit wenigen Ausnahmen, weil da gibt es auch einige spezielle historisch begründete Feindbilder, die zum Westen der Ukraine kultiviert werden, im Großen und Ganzen blieben sie russischsprachig. Ergo ein größtenteils aus Perspektive der russischen Elite, Russinnen und Russinnen. Und dadurch imaginiert Russland einen imperialen Anspruch auf die Ukraine als eine vermeintlich eigene Region. Kravchuk sowie seine Nachfolger, die ukrainischen Ex-Präsidenten Kutschma und Juschenko, wandten sich im Juni 2014 an Präsident Putin in einem offenen Schreiben und baten ihn, die Aggression gegen die Ukraine einzustellen, weil für diese politische Führungskriege, diese ukrainische Führungskriege klar war, worum es sich bei der ersten russischen Invasion 2014 handelte. Allein dieser Schritt zeigt rückblickend, dass viele Mittel- und Westeuropäer heute nicht mehr im Blick haben. Und zwar, aber was auch zu verstehen der heutigen Situation essentiell ist, dass der russische Angriff im Februar 2020 eine Reinvasion war, in der zwar ein neues Ausmaß militärischer Aggression erreicht wurde, aber keineswegs als Kriegsbeginn bezeichnet werden kann. Denn ein russisch geschürter Krieg herrscht in der Ukraine bereits seit 2014. Kurz zum Kontext, wie es zu dieser ersten Invasion gab, müsste man dann bereits so 2013 ansetzen, konkret eigentlich vor ziemlich genau 9 Jahren. Denn Ende November 2013 fingen verschiedenste Gruppen von Menschen in der Ukraine an, sich auf dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiew zu versammeln. Sie alle waren geeint, obwohl sie wirklich komplett divers waren, so politisch, kulturell, auch unterschiedlich biologisch tatsächlich auch getrennt waren. Nur wenn man sich mit den soziopolitischen, soziokulturellen Besonderheiten der Ukraine auseinandersetzt, bestimmte Verständnisse von links, rechts aus Deutschland und Österreich, Mitteleuropa gar nicht so übertragbar sind, unmittelbar in die Ukraine. Die Menschen einte damals, dass sie in ihrem Unmut einfach gegen die Administration des damaligen eindeutig pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch machen wollten. Im besagten November sollte er nämlich das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterschreiben, im Rahmen des Europäischen Partnerschaftsprogramms, also dass die Ukraine ein wesentlicher Partner war, und zog aber seine Unterschrift im letzten Augenblick infolge russischen politischen Drucks zurück. Die Proteste hielten über Wochen an. Danach es kamen immer mehr Leute auf den Maidan und eskalierten am Februar 2014, führten letztendlich zur Flucht Janukowitsch, fluchtartig mit seinen engsten Vertrauten das Land Richtung Russland verlassen und zur Bildung einer neuen Übergangsregierung.
Aus russischer Perspektive handelte es sich bei der Absetzung dieser Regierung um den Verlust eines wichtigen strategischen Partners. Wie bereits erwähnt, gibt es da diese imperialen und gab es auch bereits, obwohl Russland das weniger offen kommuniziert hat Richtung westliche Partner, gab es bereits offene Ambitionen auf den politischen, auf die politische Umgebung in der Ukraine, damit in russischerseits. Jedenfalls handelt es sich um einen Verlust durch einen wichtigen Partner und aufgrund dessen, was hier im Vorfeld beschrieben war, war die Reaktion darauf unmittelbar militärisch. Zunächst besetzte Russland Ende Februar und Anfang März 2014 innerhalb etwa einer Woche, also ziemlich schnell, die ukrainische Halbinsel Krim. Gleichzeitig heizte Russland zunächst durch massive Desinformationskampagnen, dann durch die Mobilisierung oligarchisch-mafiöser Netzwerke in der Region und durch die direkte Entsendung russischer Militärspezialisten und russischen Söldnern in die Donetsk- und Luhansk-Region, auf die ich vielleicht noch etwas näher eingehe, gewaltvolle Unruhen in der Ostukraine an. Diese weiteten sich schnell zur militärischen Besatzung mehrerer Städte in dieser Region. Und jetzt müsste ich kurz husten, ich mache kurz mein Mikrofon aus. Wenn Sie eine direkte Frage haben, kann ich vielleicht auf die gleich eingehen. Gibt es bereits eine Frage? Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung. Ansonsten mache ich einfach weiter. Okay. Diese Unruhen weiteten sich schnell aus und führten zur militärischen Besetzung mehrerer Städte in der Region. Die erste Stadt, die besetzt worden war, damals war Slowjansk, in der ich 2,5 Jahre gearbeitet habe, wo Daniela und ich uns auch kennengelernt hatten. Sie wurde noch im gleichen Jahr von der ukrainischen Armee befreit, aber behielt eine gewisse auch politische Symbolhaftigkeit, deswegen eigentlich dieses Jahr auch ziemlich schwere Kämpfe um Slowjansk erwartet worden sind, aber glücklicherweise ausblieben. Slowjansk blieb dieses Jahr komplett unter ukrainischer Kontrolle. Obwohl, wenn man sich geografisch anguckt, es zwischen Izium und Liman zum Beispiel liegt, die von Russland besetzt worden waren und sehr nah an Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Und wie auch, aber in diesem Jahr wurden damals, 2014, bereits Scheinreferenten in den Städten organisiert, der Donetsk- und Luhansk-Region, in denen die Unabhängigkeit der ostukrainischen Region von der Ukraine angekündigt wurde. Die Städte Donetsk, Luhansk, aber wie eben erwähnt auch Slowjansk, Kramatorsk, Severodonetsk waren zu der Zeit wohl die bekanntesten und medial präsentesten Städte im Jahr 2014. Nach heftigen, verlustreichen Gefechten beschlossen die Ukraine und Russland, Russland beharrte zu dem Zeitpunkt konsequent auf dem öffentlichen Standpunkt, keine Kriegspartei zu sein. Gemeinsam mit den russisch eingesetzten Marionettenregierungen in Donetsk und Luhansk und damals unter Vermittlung Deutschlands und Frankreich, dem sogenannten Normandie-Format Waffenstillstände. Diese aufgrund des Ortes, in dem sie besiegelt worden waren oder beschlossen worden waren, besiegelt kann man das nicht sagen, hießen Minsk I im Jahr 2014, nach schweren Gefechten. Dann bei Debaltseve, also 2014, gab es im unmittelbaren Vorfeld in Ilovaisk schwere Gefechte. Das war die das militärische Part in der Situation führte zu Minsk I und die schweren Gefechte bei Debaltseve in unmittelbarer Nähe des heute schwer umkämpften Bachmut führten zu Minsk II. Fast täglicher Waffenstillstand, Brüche, die sehr umfassend, unter anderem von der Beobachtungsmission der OSZE, aufgezeichnet und dokumentiert wurden, kann man die Situation aber in unmittelbarer Folge der Minsk-Abkommens bis Februar 2020, also zwischen 2015 und 2022, als vergleichsweise stabil bezeichnen. Der Konflikt, wie der ukrainisch-amerikanische Militärbeobachter Michael Kaufman beschreibt, seiner Podcasts und Berichte kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen, befand sich in der Zeit in einer zyklischen Phase, kann man sagen. Das heißt, es gab regelmäßige Eskalationen, wie zum Beispiel im November 2018 im Asowschen Meer, als zeitweise in zehn Regionen der Ukraine auch das Kriegsrecht verhängt worden ist, inklusive Donetsk-Luhansk-Region und einigen anderen. Die Kontaktlinie bewegte sich aber kaum und Städte, die bis 2014 unter der russischen Besatzung gelitten hatten und dann von der ukrainischen befreit worden sind, wie eben Slowjansk, Kramatorsk und Severodonetsk konnten sich nicht nur stabilisieren, wie man im humanitär-development-Kontext sagt, sondern
mit aktiver Hilfe von nationalen und internationalen Programmen Förderung massiv politisch, wirtschaftlich und kulturell auch entwickeln. Einen kurzen Exkurs auch da zu eigenen Erfahrungen in der Wahrnehmung. Ich hatte im April 2021 mit einigen KollegInnen damals halt noch in Drukanya, unserem Büro in Slowjansk, eine Studie mit Jugendlichen aus Frontregionen durchgeführt, in denen unsere Respondenten konkret auch beschrieben haben, dass ihre Zukunft und Hoffnung durchaus in der Region sehen können. Aller ihnen sehr bewussten Probleme und trotz. Und bis dato war stärker tatsächlich die Wahrnehmung auch vorhanden. Und eigentlich wurde diese Vorstellung und diese allgemeine Wahrnehmung auch nie so wirklich gebrochen, dass die meisten jüngeren Menschen, wenn sie irgendwie, also nicht nur politische, kulturelle, wirtschaftliche Ambitionen haben, auch Bildungsambitionen haben, aus der Region wegziehen. Also die erste Rückfallstadt, wie erwähnt, war Kharkiv. In Kharkiv gab es viele Leute aus der Donetsk- und Luhansk-Region, die zum Studium auch dahin gezogen waren, bevor auch viele Binnengeflüchtete natürlich nach Kharkiv 2014 und jetzt erneut kamen. Und natürlich war auch Kiew als Zentrum des Landes auch ein großer Anzugspunkt. Aber nach 2014, als eine Art wirklich von Ground Zero in der Region entstanden worden ist, durch den Bruch sämtlicher pro-klientelistischer Netzwerke, gab es tatsächlich ein Klima, in dem eben durch die internationale Präsenz auch viele jüngere Menschen sich selbst verwirklichen konnten durch unterschiedliche Projekte und das wird in denen diesen Bericht zu lesen, der leider nie publiziert worden ist, weil er genau Ende Januar 2022, also da haben wir den letzten Feinschliff gegeben und dann war das Thema auch schon sehr schwierig überhaupt zu diskutieren mit der folgenden Invasion. Ein wichtiges Desinformationsnarrativ, das Russland im Jahr 2014 in den ostukrainischen Regionen geschürt hatte, bestand in konkreter Verbindung zur Behauptung, dass die pro-westliche, vermeintliche faschistische Junta, wie es Russland auch bis heute immer wieder behauptet, Regierungen nicht nur politisch einen antirussischen Kurs fahren würde, sondern, da kommen wir auf den ideologischen Background von vorher zurück, sondern die konstruierte sogenannte russischsprachige Minderheit in der Ostukraine diskriminieren und anderweitig lebensbedrohlich. Dass diese Narrative bei nicht wenigen Menschen in der Ostukraine in dieser sogenannten Donbass-Region fruchten konnte, mehrere historische Ursachen, die ich gleich kurz eingehen werde, und um das Thema mit den jüngeren Menschen abzuschließen, bei jüngeren Menschen häufig auch gar nicht mehr so gefruchtet hat. Also das ist auch immer wieder im Blick zu behalten, dass es da also nicht nur die Region generell sehr divers war, sondern auch starke generationelle Unterschiede und Konflikte gab. Das Donetsk-Kohlebecken, Donbass Region steht für die als Abkürzung für das Donetsk-Kohlebecken bei eine schwer industrialisierte Region. Der Beginn der schnellen Industrialisierung der Region reichte bereits in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Um 1816 bereits wurden vor allem tatsächlich auch durch die britische Präsenz sehr viele kleinere und mittlere Unternehmen und die Industrialisierung dort gefördert. Der japanische Historiker Hiroaki Kurumiya bezeichnete die Region in seinem Standardwerk zur Geschichte der Region deswegen als Lands of Freedom and Terror, Region der Freiheit und des Terrors. Von Freiheit sprach er, weil der Hunger nach Arbeitskräften für die Schwerindustrie vielen Abenteurern, politisch dissidentisch denkenden Personen aus dem damals gesamten russischen Zarenreich seit jeher die Möglichkeit gab, politischer Verfolgung entweder zu entfliehen oder bettelarmen Menschen eine stabile Einkunft durch die Schwerstarbeit ermöglichte. Das heißt also auch eine gewisse Form von zu der Zeit Economic Empowerment, trotz der wirklich auch schrecklichen natürlich Arbeitsbedingungen in dem Sektor. Und dadurch entwickelte sich die Region zu einem ethnischen, kulturellen Schmelztiegel in dessen größeren Städten, also vor allem dann in Donetsk, die Lingua Franca durch die ethnische und linguistische Diversität und aber politische Dominanz des Russischen aus politischen Gründen und sehr praktischen Gründen dann Russisch wurde. Nicht weniger gewichtig aber für die Entwicklung des kulturellen Codes und für Deutschland auch die Tage nicht wieder hochaktuell durch die Bundestagsdebatte in den vergangenen Tagen und dann auch der offiziellen Anerkennung jetzt gestern, war aber auch der Terror. Denn so war vor allem die Ostukraine massiv von Stalins künstlichem Hungermord im Kontext der gewaltvollen Kollektivisierung
dem in der Ukraine genannten Holodomor in den Jahren 1932, 1933 betroffen. Der Holodomor bedeutet im Ukrainischen auch. Und ihr erwähnte, dass in Deutschland gestern das auch offiziell vom Bundestag als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wurde. Die ukrainisch sprechenden Bauern wurden in der Zeit ausgehungert. Zudem wurden Tausende in der Region von Stalin und seinen Lakaien eingesperrt oder ermordet in den 30er und 40er Jahren. Aber die Industrialisierung der Region setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg fort und der anhaltende Bedarf an Arbeitskräften führte dann wieder zu einem starken, zu einer starken soziokulturellen, demografischen auch Veränderung in der Region, zu einem massiven Zustrom von russischsprachigen Menschen, die die Arbeitskräfte natürlich füllen mussten von Menschen, die vorher ermordet, verschwunden oder ausgehungert worden sind. Das führte zu einer Veränderung der ethnischen, kulturellen und linguistischen Dominanz in der Nachkriegszeit erneut und verstärkte einfach die Präsenz auch der Russischsprache in der Region. Das bedeutet allerdings entgegen der russischen Propaganda keinesfalls, dass die Region russisch wurde. Wenngleich sie infolge des kommunistischen Terrors eben, wie erwähnt, kulturell doch stark russifiziert wurde im 20. Jahrhundert. Vor allem da in der Ukraine der Diskurs zu staatsbürgerlicher Identität, im Englischen Civic Identity, nach der Maidan-Revolution immer präsenter wurde. Das bedeutete, dass man sich jenseits ethnischer Identifizierungsaspekte vorrangig natürlich mit der politischen Nation der Ukraine als demokratische Nation identifizieren würde, ohne dass dieser ethnische Faktor halt so stark im Vordergrund steht. Der Unterschied Ethnic Identity, die auch in vielen Nationalism Studies des Bodens sind. Viele Menschen im Alter von mir und Daniela, ihren frühen 30ern, und das haben wir also probiert, auch in der Studie, dann bei der Ausführung der Studie zu erklären, können zwar dort durchaus russische und russisch denkende Eltern oder Großeltern haben oder gehabt haben, aber durch eben diese Identifizierung mit der politischen Ukraine gar keine andere Heimat mehr als die unabhängige Ukraine kennen und für sich und ihre Zukunft sehen. Der Trend dazu verstärkte sich sowohl halt sowohl laut meiner Praxis wie Forschungserfahrung ab 2014 noch mehr, als es dann bereits schon vorher der Fall war. Vor allem in den Städten, die 2014 kurz okkupiert gewesen waren, klammerte sich ein gewichtiger Teil auch vor allem der Zivilgesellschaft sowie der zu derzeit jungen Menschen an ihre ukrainische Identität völlig nachrangig, halt, ob sie im Alltag nur Russisch oder Ukrainisch sprachen oder woher ihre Eltern mal ein- oder ausgewandert waren. Bis 2014, und das ist auch der Vollständigkeit halber halt wichtig zu erklären und zu verstehen, auch um zu verstehen, in welchem Kontext 2014 tatsächlich der Krieg geschürt werden konnte. Russischerseits waren in dieser Region starke pro-russische Netzwerke stark präsent. Nicht nur durch die Infiltrierung von Sicherheitsdiensten, sondern durch auch mafiöse Strukturen de facto. Durch das Voranhalten dieser Netzwerke war sich halt die politische Führung Russlands ihres anhaltenden Einflusses in der Ukraine sicher, weil sie diese als gewissermaßen auch tickende Zeitbombe für sich kultiviert hatten. Im Kontext der turbulenten postkommunistischen Transformationsphase der 1990er Jahre entwickelte sich die Partei der Region, die einige von Ihnen vielleicht schon gehört haben könnten. Das war die Partei des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In deren Ideologie hatte sich eine Mischung aus vielem, was ich gerade angesprochen habe, eine Mischung aus regionaler Arbeiterklassenidealisierung, sowjetischer Nostalgia, in der halt auch die Größe dieser Region eben durch sowjetische Mythen auch immer wieder betont worden ist, mafiöse Gewalt und auch Raubtierkapitalismus vermengt. Innerhalb dieses soziopolitischen Kontexts und ab den 90er Jahren wurde halt Viktor Janukowitsch konkret in diesem Umfeld dieser Partei und dieser soziokulturellen Besonderheiten und ein großes Netzwerk, es gibt viele Leute, die halt etwas älter sind als Daniela und ich, sozialisiert. Die populistische Agenda in der Partei, die wirtschaftliches Wachstum, Stabilität und einen Vektorkurs zwischen Russland und den westlichen Staaten versprach, stieß lange beim ostukrainischen Elektorat, vor allem dessen, dass in der Sowjetunion eben noch sozialisiert wurde, auf deutlichen Anklang.
in dieser Zeit, als Russland durch die erfolgreiche Vermarktung der eigenen Ressourcen noch eine gewisse wirtschaftliche Stabilität genoss in politisch und wirtschaftlich und Putin durch entscheidende politische und wirtschaftliche Kontakte unter anderem in Deutschland, Österreich und Schweiz pflegt sich, wir werden keine Namen nennen, könnte man für einen Teil der Bevölkerung in der Stadt Donetsk vielleicht auch zeitweise eine gewisse Form von russischer Softpower gesehen haben, eine Anziehung eben durch Erfolg des damals schon ziemlich autoritären Modells. Nun ist das alles aber keine Erklärung für den verbrecherischen Krieg, den Russland gegen seinen Nachbarn vom Zaun gebrochen hat. Also es ist vielleicht Einordnung, aber eben keine Erklärung oder Rechtfertigung. Wenngleich Russland im Vorfeld der Invasion das an den herbeigezogene Bedrohungsszenario für die sogenannte russischsprachige Bevölkerung wieder ins Feld geführt hat. Am 21. Februar 2022 erkannte Wladimir Putin die Marionettenstaaten der sogenannten Donetsker und Luhansker Volksrepubliken als unabhängige Staaten an, was einen einseitigen Bruch der Minsker Abkommen bedeutete. Ich bin fast durch. In seiner Rede zur Anerkennung sprach Putin von der Ukraine als US-Kolonie mit einer Marionettenregierung der USA, das keine eigene Staatstradition hatte. Diese Narrative der wiederholen, dass das eben halt eigentlich ein gewissermaßen verführtes russisches Territorium sei oder vom Weg abgekommenes russisches Territorium und deren westliche Ausrichtung die russische Sicherheit gefährde. Bedeutend dabei ist auch zu vermerken, dass es sich bei der Anerkennung der Volksrepubliken, der sogenannten Volksrepubliken und dem Unterzeichnen von gegenseitigen Unterstützungsabkommen mit ihnen klar war, Unterstützungsabkommen vor allem militärischen Charakters, es war nicht klar, an welchen Grenzen die eigentlich anerkannt wurde. Damit wurde ebenfalls ein Präzedenzfall geschaffen, der sich zuletzt mit der Annektierung der Region Donetsk, Luhansk, Zaporizhia und Cherson wiederholte, obwohl diese Regionen eben gar nicht vollständig unter russischer militärischer Kontrolle standen. Dadurch wurden aber automatisch ukrainische Rückeroberungsversuche zu einem Angriff auf russisches Territorium interpretiert, auf die nach russischer Verfassung und auch der russischen Nukleardoktrin schlimmstenfalls auch reagiert werden könnte. An dieser Stelle würde ich stoppen und das Wort übergeben. Ja, danke, lieber. Danke, lieber Igor. Das war ein sehr, sehr interessanter Input. Ich denke, was wir da alles mitnehmen konnten, war einerseits natürlich der Revisionismus in Russland, die imperialen Ambitionen, die dazu geführt haben, dass eigentlich sehr, sehr stark, also wenn das Softpower praktisch nie möglich war, sondern man gerade in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, militärisch Einfluss auszubauen, dass es historisch nie, also dass der Bezug zur Ukraine immer, also nie auf einer Augenhöhe war von Seiten Russlands, sondern stets die Ukraine als Objekt internationaler Beziehungen und nicht als ein weiterer Staat, mit dem man auf Augenhöhe beispielsweise über Dispute verhandelt. Ich finde es wichtig, dass du den Holodomor-Genozid erwähnt hast, also nur so Detail am Rande, erst 16 Staaten haben diesen Genozid, bei dem mindestens 3 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, als Genozid anerkannt. Das ist ein großer Schritt, dass der Deutsche Bundestag das nun tut. Österreich hat die Ereignisse von Holodomor von 1932 bis 1933 noch immer nicht als Genozid anerkannt. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema und eine Debatte, die man im Kontext der geschichtlichen Aufarbeitung einfach führen muss. Gerade auch deshalb, weil die Geschichte der Ukraine, das, was ich so mitnehme, ist, dass Gewalt leider ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte der modernen Ukraine war. Es ist irgendwie immer wieder zwischen die Fronten geraten und jetzt ist es abermals eskaliert. Und was das tatsächlich heißt vor Ort, darüber wird uns jetzt Daniela einiges erzählen. Du bist in Kiew, du berichtest aus der Ukraine und du hast gerade auch in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel gesehen, erlebt. Und ja, ich möchte jetzt dir gerne das Wort übergeben. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Wie eingangs erwähnt wurde, arbeite ich als Korrespondentin für deutschsprachige Medien in der Ukraine, vor allem für den Standard, aber auch für Ö1, für FM4 und für RAI in Italien. Und ich mache das bereits seit 3 Jahren.
Deshalb habe ich einen guten Einblick in das Land bekommen. Ich möchte auch kurz erwähnen, Igor hat es auch am Anfang gesagt, dieses die Wahrnehmung der Ukraine, wie die im Ausland oft verstanden worden ist. Als ich nach Kiew gekommen bin vor 3 Jahren, gab es hier eigentlich kaum permanente Korrespondenten und Korrespondentinnen. Meistens wurden die Moskau-Redakteure und Korrespondenten nach Kiew geschickt für wenige Wochen. Das heißt, hier müssen wir auch selbstkritisch uns vielleicht fragen in der Medienwelt, wie lange hatten wir diese Moskau-Brille auf, wenn wir über die Ukraine berichtet haben. Ich glaube, da wurde viel verfehlt und ich glaube, da müssen wir uns auch selbst kritisch nochmal zur Verantwortung ziehen fast schon, denn es gab einfach sehr viele Missverständnisse auch, was die Ukraine betrifft und sehr wenig Interesse, obwohl Kiew 2 Flugstunden von Wien entfernt liegt und damit eigentlich viel näher ist als eine Stadt wie Madrid. Ich möchte auch erwähnen, dass es im Wochen russische Anschläge auf die ukrainische Infrastruktur gibt. Und vergangene Woche hatten wir ein Gespräch angesetzt, eben zur Vorbereitung auf diesen Vortrag. Ich konnte an dem Tag nicht teilnehmen, weil es hier wieder massenhafte russische Raketenangriffe gegeben hat. Und damit möchte ich heute auch einsteigen, also mit diesen Angriffen auf die Infrastruktur. Nur kurzem Glück, denn das Haus, in dem ich wohne, das war von den geplanten Stromabschaltungen, die es in der Ukraine seit Oktober gibt, bisher eigentlich nicht betroffen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich neben einer europäischen Botschaft wohne und auch in der Nähe von ukrainischen Regierungsgebäuden. Letzte Woche war das anders. Am Mittwoch gab es in Kiew wieder Luftalarm. Die Sirenen sind mittlerweile ein Geräusch, das zum Alltag und zum Leben hier in der Ukraine dazugehören. Und deshalb reagieren auch die meisten Bewohner und Bewohnerinnen darauf nicht mehr. Aber am Mittwoch, vergangene Woche, waren dann auch Explosionen zu hören. Das waren einmal die Explosionen, die dann zu hören sind, wenn das Luftabwehrsystem arbeitet. Und zum anderen waren das auch Explosionen, die man hört, wenn Raketen einschlagen. Am Mittwoch, vergangene Woche, hatte das nicht nur zur Folge, dass landesweit mindestens 6 Menschen ums Leben kamen, denn wir sprechen hier immer von Angriffen auf das gesamte Land und nicht nur auf die Hauptstadt. Und dieses Land ist flächenmäßig beinahe doppelt so groß wie Deutschland. Zur Folge hatten diese Angriffe vergangene Woche auch, dass alleine in der Hauptstadt Kiew mehr als 80% der Verbraucher und Verbraucherinnen kein fließendes Wasser hatten, keinen Strom, keine Heizung und kaum Handyempfang. Und Kiew hat beinahe 3 Millionen Einwohner. Ja, was bedeutet das also im Alltag, im Winter, bei Minusgraden? Ich blicke aus dem Fenster, es liegt hier Schnee. Und was bedeutet das? Weil hier in Kiew bricht die Nacht um 4 Uhr nachmittags an. Zuallererst bedeutet das, dass das Leben in der Stadt lahmgelegt wird, dass es ins Stocken gerät. Denn Sie können, ich fange jetzt mit sehr alltäglichen Beispielen an, Sie können plötzlich Sie können nicht mehr die Zähne putzen, duschen, die Toilettenspülung funktioniert auch mit fließendem Wasser. Sie können Ihr Geschirr nicht abwaschen, Ihre Kleidung nicht waschen. Die Wohnungen kühlen sehr schnell aus. Sie können Ihre Geräte nicht aufladen. Die Handys, die Laptops, die Powerbanks, die sich viele hier zur Vorbereitung auf diesen Winter angeschafft haben. Die Bankomaten funktionieren nicht mehr. Und Sie können auch in den wenigen Restaurants und Cafés, die dank eines Stromgenerators arbeiten können, nicht mehr mit Karte zahlen. Und auch die Sirenen sind nicht mehr zu hören, denn auch die funktionieren mit Strom. Sie können aber mitunter auch keinen Kontakt mehr halten zu ihren Freunden und zu ihren Familienmitgliedern, denn es gibt kaum Handyempfang, denn das mobile Internet ist ebenfalls gestört. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Gefühl von Isolation ist beängstigend. Sie sitzen in einer kalten Wohnung bei Kerzenlicht und die Stadt versinkt in Dunkelheit. Sie wissen auch nicht, bis wann das so andauert. Wie gehen die Menschen also damit um? So wie in den meisten Extremsituationen organisieren sich Menschen.
Sie besorgen sich Decken, Stirnlampen, Stromgeneratoren, Bargeld. Und sie bleiben zu Hause, weil sich der Weg in die Arbeit in diesen Momenten natürlich auch schwierig anfühlt und erschwert wird. Ich selbst bin ein junger Mensch, ich bin gesund, ich kann mich in so einer Situation orientieren und ich kann mir helfen. Stellen Sie sich vor, wie sich ältere Menschen fühlen, Invaliden und Kinder. In meinem Fall hatten wir nach 36 Stunden wieder Strom, Wasser, Heizung und Empfang. Und wie Sie sehen, auch heute, also ich kann an der Veranstaltung teilnehmen, weil jedes Mal, wenn wir von diesen Angriffen hören, sprechen und über diese Angriffe berichten, Menschen ihr diese Schäden reparieren und dabei selbst oft ihr Leben riskieren. Doch die Situation und dieser Moment vergangene Woche, den ich Ihnen eben geschildert habe, den erleben Menschen in der Ukraine landesweit und jeden Tag. Und ich möchte Ihnen deshalb heute auch von der Lage in den Orten berichten, außerhalb der Großstädte, von der Situation in den Orten, die in den vergangenen Wochen und Monaten von der ukrainischen Armee zurückerobert wurden. Igor hat uns vorher schon geschildert, wie die Situation im Donbass war bis zum russischen Angriffskrieg am 24. Februar. Und ich glaube, dass dieses Vorwissen sehr wichtig ist, um zu verstehen, um die Eigenheiten der Region Donbass heute zu verstehen. Ich war vor 2 Wochen dort, also im Osten der Ukraine, wo eben schon seit dem Jahr 2014 Krieg herrscht. Die Fahrt von Kiew in den Donbass dauert etwa 10 Stunden mit dem Auto, weil sie verschiedene militärische Checkpoints passieren, an denen ihre Ausweise und Dokumente kontrolliert werden als Journalist und Journalistin. Die meisten Straßen sind auch unter anderem beschädigt worden durch die Kampfhandlungen. Und ich möchte auch dazu sagen, dass, ich habe vorher erwähnt, die Ukraine ist beinahe doppelt so groß wie Deutschland, dass es so wie in den meisten Ländern auch hier in der Ukraine unterschiedliche Regionen gibt mit verschiedenen Lebensrealitäten und mit verschiedenen Mentalitäten. Sehr sichtbar für den Westen waren in den vergangenen Jahren natürlich die proeuropäischen Aktivisten und Aktivistinnen, die Studierenden, die eben vor 9 Jahren, Igor hat es vorher schon erwähnt, auf dem Maidan protestiert haben und damit auch die Zukunft dieses Landes, das muss man auch so sagen, für immer verändert haben. Doch es gibt in der Ukraine auch einen anderen, indifferenteren Teil in der Bevölkerung. Menschen, auf die das Argument, dass es in Russland vielleicht mehr zu holen gibt und eine bessere Zukunft gibt als in der Ukraine, in der Vergangenheit überzeugend wirkte. Menschen, die seit Jahren russische Fernsehprogramme konsumieren. Menschen, die vom proeuropäischen Kurs des Landes nicht profitiert haben. Menschen, die sehr enge Beziehungen zu Russland haben, nicht nur, weil sie Russisch sprechen als Muttersprache, sondern auch, weil sie dort Familie haben, Freunde in der Vergangenheit studiert oder gearbeitet haben. Und so gab es auch in der Ukraine Menschen, die auf die Ankunft der Russen gewartet haben. Das ist ein geringer Teil in der Bevölkerung, aus meiner Erfahrung, und ich glaube, Igor kann das auch bestätigen. Und gerade diese Menschen hätten niemals erwartet, dass Russland gerade gegen sie einen so brutalen Krieg führen würde. Wir sprechen hier von Folter, wir sprechen von Kriegsverbrechen, wir sprechen von Bombardements, von Entführungen von Kindern, von Verschleppungen. Wir sprechen von allen möglichen Repressionen, die wir uns in einem Kriegskontext vorstellen können, auch vom Einsatz von sexueller Gewalt als Kriegsmittel. Aber als ich vor kurzem im Donbass war, habe ich auch mit solchen Ukrainern und Ukrainerinnen gesprochen. Und das möchte ich hier auch jetzt kurz erzählen, wie das war. Ich habe zum einen eine Frau getroffen, deren Name Vera Larina ist. Ich habe sie in einem Kloster getroffen im Donbass, das noch immer vom Moskauer Patriarchat kontrolliert wird. Das Kloster befindet sich in einer Kleinstadt namens Sviatohirsk. Und diese Stadt wurde monatelang von russischen Truppen besetzt.
und im September von der ukrainischen Armee befreit. Und wenn sie heute nach Svyatohirsk fahren, das sich wirklich monatelang an der Frontlinie befunden hat, dann sehen sie eine Trümmerlandschaft, die man schwer beschreiben kann, weil sie Schwierigkeit haben, ein Haus zu sehen und zu finden, das noch immer intakt ist. Die Pensionistin Vera Larina, die ich gerade erwähnt habe, die lebt in diesem Kloster, weil in ihrem Dorf, das sich nur wenige Kilometer von diesem Kloster entfernt befindet, alles zerstört wurde. Und diese Pensionistin ist obdachlos seit dem Krieg. Sie hat auch keine Familie mehr, die im Land lebt. Und außer ihrer kleinen Pension hat sie kein Einkommen. Als ich mit dieser Frau gesprochen habe, hat sie gesagt, dass sie nicht versteht, wie es so weit kommen konnte, wie es zu diesem Krieg kommen konnte und wie gerade Menschen wie sie an diese Frontlinie geraten konnte. Und damit ist, es geht viel dort so. Sie können sich nicht erklären, wie es so weit kommen konnte. Und diese Frau hat mir gesagt, dass vor dem Krieg ja eigentlich alle friedlich miteinander gelebt haben, sowohl die Menschen in der Westukraine als auch die Menschen in der Ostukraine, und dass es diese Konflikte eigentlich gar nicht gab. Und diese Frau spricht Russisch, wir haben uns auch auf Russisch unterhalten. Viele Menschen in dieser Region sprechen Russisch, auch der Präsident der Ukraine ist eigentlich russischsprachig. Im gleichen Dorf habe ich eine andere Frau kennengelernt. Ihr Name ist Olena und sie selbst ist in Russland geboren. Sie ist dort auch aufgewachsen, aber lebt seit mehr als 20 Jahren in der Ukraine. Sie besitzt auch mittlerweile die ukrainische Staatsbürgerschaft, denn bis zum Jahr 2014, also bevor der Krieg im Osten des Landes anfing, war das eine reine Formalität. Und diese Frau habe ich getroffen, weil ich mit meinem Team, also mit meinen Kollegen und Kolleginnen, zum Schauplatz erneuter Raketeneinschläge gefahren bin. Wir haben drei Krater gesehen, die etwa 5 Meter tief sind und die einen Teil des Hotels dieser Frau zerstört haben. Olena hat uns gezeigt, wo sie jetzt schläft, nämlich in einem Anbau des Komplexes, der einmal ein schönes Spa-Hotel war. Und sie hat uns erzählt, dass sie eigentlich Menschen aus der Umgebung, aus der Stadt aufnehmen wollte für den Winter, dass sie ihnen eine Unterkunft bieten wollte. Das ist nun nicht mehr möglich, weil die meisten Zimmer durch diese Raketeneinschläge zerstört wurden. Olena hat gesagt, dass sie trotzdem nicht gehen wird, sondern sie wird bleiben und sie weiß am besten, was Russland bedeutet. Sie hat natürlich auch dort immer noch Verwandte und so wie sehr vielen Menschen in der Ukraine ist diese Auseinandersetzung mit den eigenen Verwandten und Freunden in Russland natürlich schwer gefallen in der Vergangenheit, weil viele die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen die Verwandten und Freunde in Russland nicht glauben, wenn sie sagen, dass in ihrer Gegend, in ihrem Wohnviertel wieder eine Rakete eingeschlagen hat, die offensichtlich aus Russland kam. Ich habe vorher gesagt, dass es in der Ukraine so wie in den meisten anderen Staaten unterschiedliche Regionen und verschiedene Lebensrealitäten gibt. Aber seit dem Krieg ziehen sich dieselben Bilder der Zerstörung durch das gesamte Land. Es gibt ähnliche Schicksale in jeder Region dieses Landes. Überall erzählen ihnen die Menschen von dieser Trauer, vom Schmerz und von der Hoffnung darauf, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Durch die Gegenden, durch die ich in den vergangenen, vor 2 Wochen gefahren bin, hat sich in den vergangenen Monaten die Frontlinie gezogen. Und wie ich gesagt habe, haben sie Schwierigkeiten, dort ein Haus zu sehen und zu finden, das noch immer intakt ist. Sie fahren über Schwimmbrücken, weil die Brücken gesprengt wurden. Sie sehen Dutzende ausgebrannte russische Panzer neben den Straßen und auch PKWs von Zivilisten. Im Asphalt sehen sie überall die Spuren, die die Explosionen und Raketen hinterlassen haben. Und daneben warnen überall Schilder vor den Minen. Und sie sehen immer dieselben Gesichter. Meistens sind das Gesichter, die müde sind. Vor allem in den Gegenden im Donbass, wo Menschen noch immer in Kellern leben, weil ihre eigenen Wohnungen zerstört wurden. Und vor allem dort sehen sie auch sehr viel Resignation. Und manchmal
sehen Sie auch die Erleichterung und die Euphorie, so wie das vor kurzem in der im Süden befreiten Stadt Cherson der Fall war. In Cherson war ich vor 10 Tagen. Wie gesagt, befindet sich die Stadt, die bis zum Krieg etwa 300.000 Einwohner hatte, im Süden der Ukraine, wo ein anderes Klima herrscht als im Donbass, nicht nur politisch, sondern ich meine auch das Klima. Hier werden zum Beispiel Wassermelonen und Tomaten angebaut. Dafür war Cherson vor dem Krieg im Land bekannt, auch für die Akademie, die Seefahrer ausbildet. Denn Cherson befindet sich unweit vom Schwarzen Meer und auch in der Nähe der Halbinsel Krim. Seit Mitte November weht auf dem Freiheitsplatz in Cherson wieder die ukrainische Nationalflagge. Und als ich angekommen bin in der Stadt, hat immer noch Euphorie geherrscht. Sie sehen neben den Straßen Menschen, die den Autos zuwinken. Sie sehen diese Erleichterung in den Gesichtern. Im Zentrum der Stadt versammeln sich wirklich tagtäglich tausende Menschen, weil es hier eben nicht nur darum geht, ein Zeichen zu setzen für die Außenwelt, dass man ganz deutlich zeigt, dass man zur Ukraine gehört, sondern weil hier auch die humanitären Hilfsgüter verteilt werden. Auf diesem Platz laufen mittlerweile wieder Kinder kreischend herum und spielen. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass manche dieser Kinder Camouflage tragen und dass sie Spiele spielen wie militärischer Checkpoint. Denn auch das ist eine Realität in der Ukraine geworden. Die Kinder, die sich an dieses Leben im Krieg gewöhnt haben und die ebenfalls versuchen, damit umzugehen. Auf dem Freiheitsplatz in Cherson sieht man Menschen, die an den Stromgeneratoren ihre Handys aufladen und zahlreiche LKWs, die Wasser verteilen, Lebensmittel, Kleidung. Und dann bilden sich sehr lange Schlangen. Denn seit Wochen gibt es in der Stadt keinen Strom, kein fließendes Wasser und kaum Empfang. Eine Situation, die ich Ihnen am Anfang geschildert habe, die wir vor kurzem auch in Kiew hatten. In Cherson ist diese Situation seit Wochen der Fall. Auf vielen Häuserwänden in Cherson wurden die Buchstaben ZSU gesprayt. ZSU ist die Abkürzung für bewaffnete Kräfte der Ukraine, für die ukrainische Armee. Aber auf den Plakatwänden, die man in der Stadt sieht, hängen noch immer die Bilder mit den alten Slogans. Da steht zum Beispiel in die Zukunft gemeinsam. Und auf einer anderen Plakatwand wird noch immer Werbung gemacht für das Scheinreferendum, bei dem im September über den Anschluss Chersons an Russland abgestimmt wurde. Von wenigen Menschen, wie man mir erzählt hat, vor Ort. Und kurz danach hat Russland die Annexion dieses Gebietes erklärt. Cherson war mehr als 8 Monate lang unter russischer Kontrolle und zwar als einzige regionale Hauptstadt, die Russland seit dem 24. Februar erobern konnte. Und so wie an den meisten Orten, die unter Okkupation standen, sind auch aus der Stadt Cherson viele Menschen geflohen. Mehr als die Hälfte hat man uns vor Ort gesagt. Es ist immer sehr schwierig, gerade mit genauen Zahlen und Statistiken, weil die Situation natürlich sehr dynamisch ist. Aber gerade in Cherson gab es seit Kriegsbeginn im Februar immer wieder große pro-ukrainische Demonstrationen. Und zwar trotz der Repression durch die Besatzungsmacht. Wenn man mit den Bewohnern und Bewohnerinnen dort spricht, dann brechen diese Geschichten, die sie erzählen, aus ihnen heraus und sie wollen sie loswerden, sie wollen sie mitteilen, sie wollen sie teilen. Sie haben uns erzählt oder mir erzählt, dass ihnen die russischen Soldaten die Handys abgenommen haben, die SIM-Karten, dass sie selbst Angst hatten, auf die Straße zu gehen. Sie haben von den Plünderungen erzählt in den Geschäften, in den Museen, in den Schulen. Und sie haben auch von den Fällen erzählt, in denen Menschen gefoltert wurden. Keller, so wurden die Haftzentren der russischen Streitkräfte in Cherson genannt. Und dort wurden Bewohner Tage, manchmal wochenlang verhört oder mit zum Beispiel Stromschlägen gefoltert. Die mühsame Aufarbeitung dieser Fälle hat gerade erst begonnen. Aber auch das ist traurige Realität in der Ukraine geworden.
diese vielen Schicksale, von denen wir hier täglich hören, über die wir täglich berichten. Und immer wieder stellen auch wir Journalisten den Menschen die Frage, wie die Menschen mit all dem umgehen. Und eine Antwort, die ich immer wieder höre, die eigentlich vielmehr ein Kommentar ist, ist, wir überleben. Und damit möchte ich jetzt meinen Teil des Vortrages vorerst beenden. Vielen Dank. Danke, Daniela, für diesen wirklich sehr, sehr beeindruckenden Input. Wir können jetzt schon zur Diskussion kommen. Gibt es von euch Fragen oder Anmerkungen? Einfach mit Handzeichen melden. Ansonsten fange ich mit einer Frage an. Also ich habe jetzt bei beiden Inputs immer wieder, habe ich mir einfach gedacht, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ja? Ich meine, wir haben jetzt einiges über einen historischen Einblick bekommen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass ein Artikel über die Instrumentalisierung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine durch Russland, dass etwa ab 2018, glaube ich, russische Pässe ausgestellt wurden. Gleichzeitig gab es in dem Zeitraum, habe ich auch gelesen, eine Änderung der russischen Militärdoktrin, die es nun erlaubt, im Ausland zu intervenieren zum Schutze der russischen Bevölkerung. Das hat bei mir den Eindruck geweckt, dass das natürlich diese Invasion offenbar oder das Anlegen auf solch eine Invasion und Eskalation, dass das offensichtlich von russischer Seite geplant war, nämlich von langer Hand. Warum ist keiner der Ukraine quasi im Vorfeld schon zur Seite gestanden? Warum, ich will jetzt nicht sagen, hat der Westen nicht vorher schon eingegriffen, aber wieso gab es nicht mehr Druck? Ja, Igor, Daniela, wer mag? Ich kann anfangen. Deswegen war es mir auch sehr wichtig, tatsächlich weiter auszuholen, noch mit den baltischen Staaten das zu erwähnen, weil dort in dem konkreten Fall bereits seit den 90er Jahren eigentlich ein konkretes Bedrohungsszenario aufgebaut worden ist, was natürlich dann auch in Anführungszeichen Hand und Fuß dann bekam, als es verfassungsrechtlich in Russland dann möglich wurde, möglich war es immer, aber legalistisch irgendwie begründbar wurde, warum man dann zum Schutz der sogenannten russischsprachigen Minderheit irgendwo intervenieren könnte und dann diesen auch gegen ihren Willen tatsächlich Pässe ausgeben könnte. Das war aber auch massiv 2014 auf der Krim der Fall. Nach der Annexion der Krim wurden einfach flächendeckend der gesamten Bevölkerung russische Pässe verteilt. Ich kenne einige sehr bekannte FreundInnen aus der Region, die auch schon länger da gar nicht mehr gelebt haben, aber dort noch registriert waren. Das hat häufig familiäre Gründe, auch Gründe im Zusammenhang mit Erbschaft zum Beispiel. Und denen wurden halt einfach gegen ihren Willen, und obwohl es verboten ist eigentlich, entsprechend der Ukraine, also es ist nicht direkt verboten, aber nicht erlaubt oder gewünscht, entsprechend der ukrainischen Verfassung eine Doppelstaatsbürgerschaft zu haben, die bekamen einfach die russische on top. Sie mussten sich dann auch aktiv bemühen, wenn sie diese russische Staatsbürgerschaft halt wirklich auch wieder loswerden würden, auch wie gesagt, bei der Vergabe niemand gefragt hat, und riskierten dabei, wie gesagt, de facto Enteignungen, wenn es um familiären Besitz ging. Und aus westlicher politischer Perspektive dachte man halt, weil man eine gewisse Rationalität hinter allem vermutete, was in Russland politisch entschieden worden ist, dass es sich um ein reines Bedrohungsszenario handelt. Das heißt, man hatte das Gefühl, dass man schon irgendwie die eigenen Farben mal kennen wollen würde. Und dazu hat natürlich dann auch die politische Kommunikation einiger auch westlicher, mit Russland sehr eng vernetzter, zunächst Politiker, dann PolitikerInnen, dann Lobbyisten auch zum Teil für russische Unternehmen beigetragen. Da hat tatsächlich auch die sehr, auch von mir persönlich inzwischen sehr verpönter Begriff Realpolitik dann der einzelnen Staaten, die halt sich darauf gehofft haben, in der Berechenbarkeit mit Russland auch noch einen gewissen finanziellen Nutzen, günstige Gas- und Energiereserven halt langfristig für die eigene Bevölkerung zu sichern, auch auf Kosten der Sicherheit von einigen
also wie gesagt, nicht der Ukraine und Republik Moldau, sondern de facto auch EU-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel den baltischen Staaten. Das schien dann irgendwie für einige politische Akteure rückblickend, rückblickend natürlich sehr beurteilenswert, meine Perspektive, aber es stimmt pragmatisch für sie. Und Daniela, was würdest du gerne dazu ergänzen? Ja, ich möchte vielleicht noch zum Punkt russische Sprache in der Ukraine ergänzen. Ich habe selbst in der Ukraine Russisch gelernt. Aus meiner Erfahrung heraus habe ich auch in meinem Umfeld nie gehört, dass sich zumindest in Kiew Menschen diskriminiert gefühlt haben, wenn sie Russisch gesprochen haben. Die meisten Menschen, die ich kenne, sprechen sowohl Ukrainisch als auch Russisch. Und wie gesagt, bis zum Kriegsanfang am 24. Februar hatten viele auch Freunde oder selbst Erfahrungen in Russland gemacht, sind dahin gefahren, auf Reisen, haben da Menschen besucht, haben da gearbeitet. Das heißt, es gab eine solche Diskriminierung in meiner Erfahrung nicht. Wir haben auch hier einen Präsidenten, der selbst russischsprachig ist, also als Muttersprache Russisch spricht. Und das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Und ich glaube, in der Wahrnehmung der Ukraine hat es im Ausland vielleicht auch in der Vergangenheit oft diese Wahrnehmung gegeben, dass, oder diese Annahme gegeben, dass russischsprachig in der Ukraine gleichzusetzen ist mit pro-russisch, wenn wir über die Bevölkerung sprechen. Auch das ist nicht der Fall. Das heißt, die Lebensrealität hier war einfach eine andere und ich glaube, dass es hier viele Missverständnisse gegeben hat. Ja, gibt es Fragen? Weil dann würde ich gerne anknüpfen, du hast jetzt Daniela mehrmals betont, der russischsprachige Präsident, er hat ja auch einen jüdischen Background. Und das finde ich interessant, weil ja ein Argument Russlands ist ja auch, oder Argument, beziehungsweise eine Forderung oder Kriegsgrund, die Entnazifizierung der Ukraine. Nun ist es so, wir wissen, Russland hat eine sehr, sehr große Neonazi-Szene. Wir wissen aber auch, es gibt sie in der Ukraine. Und das war am Anfang, gerade zu Beginn des Krieges, immer wieder Thema, wie stark sind rechtsextreme Bataillone, Milizen, militärische Kräfte in der ukrainischen Armee. Gibt es da vielleicht eine Einschätzung dazu? Ich kann mal versuchen, auf die Frage zu antworten. Ich möchte gerne noch dazu sagen, dass weder Igor noch ich Militärexperten sind. Aber ich kann, wie gesagt, immer aus meiner Erfahrung hier sprechen, aus meinen Kenntnissen, wenn es um das Land geht. Und ja, so wie in Österreich gibt es auch in der Ukraine Rechtsradikale. So wie in den meisten Ländern gibt es hier Rechtsextreme. Und das ist ein Problem, das man absolut nicht ignorieren soll, auch nicht in Österreich. Aber wenn wir über die Ukraine sprechen, diese Übertreibung vielleicht auch des sogenannten Rechtsextremismus hier betrifft, denn ich hatte schon auch das Gefühl, dass über dieses Thema Rechtsextremismus, über Azov, über Stepan Bandera sehr intensiv berichtet worden ist in den deutschsprachigen Medien und dass diese Wirkung darauf, also dass sich daraus eine Wirkung ergeben hat, die in der Wahrnehmung. Daniela, hallo. Hallo. Wir haben dich jetzt kurz nicht gehört. Kannst du das nochmals, den letzten Part wiederholen? Danke. Ich fange vielleicht nochmal anders an. Ich habe vor dem 24. Februar auch oft Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die in die Ukraine gekommen sind für einige Tage oder kurze Recherchen. Und viele von ihnen hatten immer dieses Thema auf dem Schirm, Rechtsextremismus, Rechtsradikale und Nazis in der Ukraine. Und ich glaube, dass das schon auch für westliche Medien ein sehr interessantes Thema ist, etwas, das man sich auch gerne durchliest, wo man gerne draufklickt. Und ich glaube, man sieht eben jetzt auch, was für eine Gefahr sich dadurch ergibt. Denn ich habe das Gefühl, dass die Wirkung dieser Berichterstattung oder auch dieser überproportional großen Beachtung dieses Themas auf die Wahrnehmung der Ukraine im Ausland größer ist als die eigentliche Wirkung dieses Themas auf die Bevölkerung hier im Land, auf die eigene Bevölkerung. Denn wenn wir, ich glaube,
wie gesagt, man darf dieses Thema auch absolut nicht ignorieren, aber es ist auch wichtig, dass wir hier ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken ablegen und eben nicht mit denselben Parametern wie jetzt zum Beispiel im Österreich-Kontext denken, wenn wir über die Ukraine sprechen und über dieses Thema Rechtsextremismus hier, weil genau das füttert auch wieder die russische Propaganda, die wir ja eben seit Kriegsbeginn auch mitbekommen, dieses Thema der Entnazifizierung der Ukraine, die einen jüdischen, russischsprachigen Präsidenten hat. Das Thema Azov wird natürlich auch von russischer Seite intensiv genutzt. Ganz kurz zum Thema Azov. Das Azov-Regiment wurde im Jahr 2014 tatsächlich auch von einem Mann mitbegründet, der eine Nazi-Vergangenheit oder auch Gegenwart hat. Mittlerweile ist das Azov-Bataillon aber auch Teil der der ukrainischen Streitkräfte. Das Azov-Bataillon selbst ist verwurzelt in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Und gerade eben im Zusammenhang mit der Verteidigung des Azov-Stahlwerks, von dem wir auch viel gehört haben in diesem Jahr, ist dieser Name immer wieder gefallen. Und gerade Mariupol und Azov sind eben im Verlauf des Krieges hier zu einem Symbol geworden für den ukrainischen Widerstand. Den Kämpfern wird meiner Meinung nach hier auch eine Art Heldenstatus mittlerweile verliehen. Aber auch hier möchte ich sagen, dass viele dieser Azov-Kämpfer und generell der Soldaten immer noch Russisch sprechen. Also wenn man sich mit denen unterhält, wenn man sie trifft, viele haben Russisch als Muttersprache und sprechen auch jetzt noch Russisch. Also auch hier wieder mitdenken, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, Igor, hast du vielleicht noch was zu ergänzen, was das Thema angeht? Was ich auch probiert habe, dann in diesem meinem Input darzustellen, ist, dass wir, aber ich habe diesen Begriff konkret nicht verwendet, dass wir jetzt in der ukrainischen Realität um einen postkolonialen Identitätsstruggle handeln. Das heißt, dass natürlich der Umgang mit unterschiedlichen Formen von Nationalismen immer durch dieses Prisma durch dieses Prisma in erster Linie wahrgenommen werden muss, in dem dann natürlich auch bestimmte, auch durchaus zweifelhafte historische Gestalten in erster Linie eine gewisse Funktion haben, die nicht zur Ausgrenzung per se dient, wie sie von uns westlicherseits wahrgenommen wird, sondern in erster Linie zur Selbstsichtbarmachung ukrainischer Identität und Self-Empowerment gegen das Russische, aber gleichzeitig, und das ist das Paradoxe, zur Inklusion, und da kommen wir auf diesen Begriff Civic Identity drauf, zur Inklusion mehrerer Gruppen innerhalb des Landes unter einer gewissen Mission, die jetzt halt einfach seit 24. Februar unabhängig der unterschiedlichen Besonderheiten, regionalen Besonderheiten in der Ukraine glasklar ist. Die Unabhängigkeit der Ukraine, Befreiung der Territorien und euroatlantische Integration des Landes langfristig zur eigenen Sicherheit. Zur Ergänzung auf, was dann jeder meinte, wenn es auch darum geht, welche Rolle 2014 bestimmte rechtsextreme Gruppen gespielt haben, muss man verstehen, dass Russland auch eben durch die Korruption des politischen Systems der Ukraine bis 2014 natürlich involviert war, auch in die Korruptionsstrukturen innerhalb der ukrainischen Armee. Die ukrainische Armee bestand de facto bis 2014 eigentlich nicht. Deswegen konnte die Invasion 2014 auch so erfolgreich russischerseits geführt werden, weil es keine Defensivstrukturen für die Landesverteidigung de facto gab. Es gab auf der Krim sehr viele russische Agenten, also Geheimagenten. Die Kooperation zwischen den russischen und dem ukrainischen Sicherheitsdienst derzeit war sehr stark zwischen unterschiedlichen anderen Law Enforcement Organen. Und deswegen gingen auch sehr viele zu der Zeit Leute, daran erinnern sich auch viele in der Ukraine, noch sehr aktiv. Also haben sehr viele die Seiten sehr schnell gewechselt, einfach weil die Infiltration und Kollaboration so eine große Rolle damals gespielt hat. Und so war man de facto auch angewiesen auf bestimmte militante Gruppen einfach, die
an diese Funktion der Landesverteidigung übernommen haben und die aber infolge der Reformen, westlich gestützten Reformen, dann natürlich einen großen, gewichtigen Teil ihrer ideologischen Radikalisierung abgelegt haben, ablegen mussten und in die Streitkräfte erfolgreich integriert werden konnten. Ja, und ich meine, ich habe auch das Gefühl, das Thema Azov zum Beispiel wurde vor dem 24. Februar von ukrainischen Journalisten und Journalistinnen durchaus auch kritisch beleuchtet. Und es gab hier auch die offene Kritik an dieser Szene. Es gab den Diskurs darüber, aber jetzt gerade in einer Situation, in der eigentlich alle Menschen in diesem Land gleich betroffen sind von der russischen Aggression, gibt es einfach auch keinen Platz und keinen Raum für diese Debatten, wenn sie selbst versuchen müssen, einen Stromgenerator zu besorgen oder eben versuchen, im Winter nicht zu erfrieren, dann sind die Diskussionen und die Debatten und die Gespräche, die sie hier im Land führen, natürlich andere als theoretische Diskussionen und Debatten über die Rolle und die Auswirkungen des Rechtsextremismus im eigenen Land. Und da möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass es in Armenien, wo ich letztes Jahr war, auch eine ähnliche Entwicklung gibt, wo eben auch paramilitärische Gruppen diese Aufgabe übernehmen mittlerweile, die Landesverteidigung, weil auch Armenien eine sehr schwache Armee hatte und ja auch immer noch betroffen ist von den Aggressionen Aserbaidschans, wenn wir über den Krieg in der Region Bergkarabach sprechen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so in der Ukraine, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ja, vielen Dank, ist doch ein guter Hinweis. Also man denke an Tschetschenien, man denke an Syrien, dass dann im Zuge dieser Kriege auch Kräfte sich den Widerstand einsetzen, die jetzt vielleicht sich nicht durch eine besonders demokratische, liberale Haltung oder was auch immer auszeichnen, das ist uns bewusst. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist jetzt, dass du gesagt hast, es geht in der Ukraine jetzt wirklich ums Überleben. Und das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage, weil von den Kolleginnen gibt es noch immer nichts. Meldet ja, euch ruhig. Ja. Ah doch, passt. Ja, na dann. Danke für die Ausführungen aus dem Alltag. Und für mich, ich komme aus einer Zeit noch, wo der eiserne Vorhang bestand. Also wir haben weder über die Ukraine noch Russland was Gescheites gelernt. Und wir sehen hier, dass hier ein riesiger Mangel an Wissen ist. Und wir haben jetzt auch diese Differenz zwischen den Generationen aus den verschiedenen Zeiten. Also der geschichtliche Kontext ist uns nie erklärt worden. Was ich jetzt sehe, ja, und meine Großmutter gehört auch zu einer vertriebenen Generation, die in diesem Land Aufnahme gefunden hat, dass beide Seiten verlieren. Also was mir jetzt noch fehlt, ist einerseits der geopolitische Kontext, weil es gibt sehr wohl geopolitische Interessen, wie ich halt jetzt gelernt habe, und die Rolle der USA für mich durchaus problematisch ist, das Jahr 2014 betreffend, wenn der amerikanische Vizepräsident auf Seiten der Ukraine steht. Ich sehe das Schwarz-Weiß-Denken, ich sehe, ich möchte nicht Mutter, Schwester oder Frau weder von einem ukrainischen Soldaten noch von einem russischen sein. Wo ist die friedliche Perspektive? Was ist die Zukunft? Wir haben diesen furchtbaren Krieg mit vielen Betroffenen, aber ich sehe noch kein, wir leben in Wien, wo die Diplomatie begründet worden ist. Ich sehe immer die Verantwortung, oder mir fehlt die Verantwortung von den politischen Entscheidungsträgerinnen, etwas zu tun, um einen Frieden herzustellen. Also vielleicht da noch eure Meinungen dazu. Danke. Danke, Barbara. Wer mag antworten? Ich kann vielleicht anfangen. Also ich bin vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin in Südtirol aufgewachsen, auch in einem privilegierten Land in der EU, in Italien. Und ich habe wirklich auch an die Macht von Diplomatie und von Verhandlungen geglaubt und daran, dass sich in Europa alle an dieselben Spielregeln halten. Und Igor und ich, wir waren auch am 24.
Februar in Kiew. Und Igor, du kannst es wahrscheinlich bestätigen, weder du noch ich hätten uns vorstellen können, dass es zu diesem Angriffskrieg wirklich kommen kann, weil er einfach so unprovoziert und undenkbar aus dieser Perspektive von jemandem ist, der eben in Kiew lebt und arbeitet und sich eigentlich hier um seine eigenen Dinge kümmert und einfach sein Leben leben möchte. Und ich glaube, so ist es einfach sehr vielen Menschen gegangen in der Ukraine. Es gab in den ersten Wochen diese unfassbare Panik, dieses Erstarren, einfach dieses Schockiertsein, nicht wissen, wie man damit umgeht. Und wie gesagt, auch ich habe daran gedacht, dass es Diplomatie braucht, Verhandlungen, Telefonate. Wir haben gesehen, dass das mit Russland nicht funktioniert. Und wir haben verstanden, dass es zwei Seiten braucht, die dafür auch bereit sind. Ich kann Ihnen nur sagen, dass zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Befreiung von Cherson, Russland hat circa 30.000 Soldaten abgezogen aus Cherson. Und Cherson steht wieder unter der ukrainischen Kontrolle, wird aber immer noch als von Russland annektiert behandelt. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass die Russen, die sich auf der anderen Seite des Flusses Dnipro befinden, und zwar in Artilleriereichweite, die Stadt beinahe täglich angreifen und beschießen. Und wir sehen auch, dass Russland einen Teil dieser Truppen, die aus Cherson abgezogen worden sind, in den Donbass schickt, um dort wieder seine Angriffe zu verstärken. Das heißt, es gibt hier von Russland keine Anstalten zu sagen, man zieht diese Truppen ab und nimmt diese Männer, die man dahin geschickt hat, zurück nach Russland und lässt es sein. Und wir sehen das auch in der Propaganda, in den russischen Nachrichten tagtäglich, dass es einfach keinen Willen dafür gibt, dass es keinen Willen dazu gibt. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier um ein eigenständiges Land handelt, wenn wir über die Ukraine sprechen. Und ich kann immer nur sagen, was die Menschen uns hier erzählen, die ja sehen, woher diese Raketen kommen, die übrigens laut dem Verteidigungsministerium seit Kriegsbeginn zu über 90% auf die Zivilbevölkerung gerichtet waren. Also hier sprechen wir wirklich von Raketen, die Häuser zerstören und Schulen, Krankenhäuser, Straßen. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Die Menschen hier sehen das und sie wissen, dass Russland nicht aufhören wird, auch wenn es jetzt vielleicht einen Waffenstillstand geben würde. Das ist das, was die Menschen mir hier sagen. Und man muss sie auch, glaube ich, hören und zu Wort kommen lassen an dieser Stelle. Und die meisten sagen, dass die einzige Lösung für diesen Krieg derzeit ist, dass Russland, dass die russischen Truppen das ukrainische Territorium verlassen. Und ich bin hier als Reporterin, ich bin keine Politikerin. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich höre und mit wem ich spreche. Und ich weiß nicht, Igor, vielleicht hast du noch was du ergänzen möchtest. Darf ich nur noch weiterfragen? Ja. Ja. Weil das ist ja sozusagen das, was jetzt gemacht wird, mehr Krieg statt weniger, damit die Russen sich eventuell zurückziehen. Aber in Konflikten geht es ja auch darum, dass beide Seiten ihr Gesicht bewahren können. Und wenn ich jetzt weiterdenke, noch mehr Krieg, noch mehr Waffen, dann kommt in meinem Kopf, Russland ist eine Atommacht. Auf der anderen Seite haben wir andere Atommächte. Wenn jetzt Atommächte in den Krieg eingreifen, wir hatten schon sozusagen die Raketen in Polen, dann bin ich sehr nahe, also wenn ich weiter denke, an einem Atomkrieg. Danke, Barbara. Wir kommen gleich wieder zur geopolitischen Dimension. Ich würde noch gerne die Frage einer Kollegin einschieben, wenn dir das recht ist. Aber wir kommen auf jeden Fall zu der Frage zurück. Also das ich will nur die Kollegin noch nicht warten lassen. Die fragt nämlich, welche Möglichkeiten habe ich als Privatperson, direkt vor Ort zu helfen? Ist eine Organisation bekannt, an die ich mich wenden kann? Es gibt viel in Österreich zu tun, aber auch viele HelferInnen auf der Suche nach einer Organisation, die eine Hilfe oder meine Hilfe vor Ort benötigt. Ich wurde nicht fündig, sozusagen. Also das ist mal die eine Frage. Gibt es da Organisationen, die ihr beide nennen könnt? Und das andere ist, die Menschen sind total, also
sind auf internationale Hilfe angewiesen. Dringt die auch zu den Leuten wirklich vor? Weil wenn ich höre, dass da Infrastruktur bombardiert wird, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Und das jetzt ein dritter Punkt von mir. Im syrischen Kontext hat man immer wieder gesehen, dass Dinge wie Waffenruhe oder die Möglichkeit von Hilfsgütern irgendwie, dass die in Städte rein können, daraus wurde oft ein Politikum gemacht. Also das war dann immer so war immer Verhandlungsmasse. Wie sieht es derzeit aus? Ja, sind internationale Hilfsleistungen auch Teil von Verhandlungsmasse, wenn verhandelt wird? Oder also sollte eigentlich nämlich nicht sein. Ja, also das ist, da geht es wirklich um elementare, grundlegende Dinge. Aber ja, wie seht ihr das und gibt es Organisationen vor Ort? Und nach der Frage würde ich dann auch gern wieder zur geopolitischen Dimension kommen. Daniela, möchtest du zuerst oder soll ich antworten? Ich würde tatsächlich dann auch gerne auch auf Frau Wannix, ich will den vollständigen Namen nicht, aber danach eingehen, aber natürlich erstmal zu den anderen Fragen. Organisation, also ich finde es großartig, dass nach wie vor jetzt mehr als 9 Monate nach Beginn dieser Reinvasion nach wie vor viele Leute helfen wollen. Ich war gestern in Berlin noch auf einer Veranstaltung, wo es um Ehrenamt ging und wo sehr viele Ehrenamtliche halt auch, die vorher sehr wenig Bezug zur Ukraine, generell zu Osteuropa hatten, aus ihrer Erfahrung erzählt haben. Und ich finde das wichtig und großartig, dass nach wie vor die Motivation anhält, obwohl natürlich die wirtschaftliche Situation auch weder in Österreich noch Deutschland generell oder in der Europäischen Union halt die wirtschaftliche Perspektive. Was auch immer wichtig ist, daran zu erinnern, dass es russische Aggression der Geflüchtetenkrise oder anderen, die dann instrumentalisiert werden könnten, um zu sagen, ja, das habt ihr ja davon. Auf direkte Hilfe vor Ort würde ich halt immer belegen mit Reflexion der eigenen Skills. Also was kann man? Kann man eine relevante Landessprache? Hat man eine relevante Koordinationserfahrung? Hat man relevante finanzielle Ressourcen, die im Land irgendwie sinnvoll verteilt werden könnten? Stellt man nicht vielleicht durch seine Präsenz ein größeres auch vielleicht Risiko für unterschiedliche Gruppen dar, als Abenteurer ohne jegliche Erfahrung in der Arbeit in Konfliktregionen, würde ich jetzt nicht unbedingt in die Ostukraine reisen, weil man sehr viel auch an Verantwortung dann auf Leute irgendwie ablegt, die dann vor Ort schon erfahrener sind. Deswegen würde ich das immer individuell betrachten. Irgendwie, was kann ich persönlich mit meinen jeweiligen Fähigkeiten, Kenntnissen vor Ort beitragen, ohne eine Hürde sowohl für meine Mitmenschen zu werden, unintendiert natürlich, weil das Motiv ist ja durchaus edel, da sind wir uns ja alle einig. Und natürlich auch für das gerade sehr schwierige, und Daniela berichtet da aus erster Hand, schwierige Energie- und Stromsystem. Auch jede weitere Person auch eine gewisse Belastung für das System. Deswegen, also ich persönlich auch natürlich eigentlich Ende Oktober in der Ukraine zurück sein wollte. Jetzt auch erst. Und da gibt es natürlich dann auch viele Organisationen, da können ich gerne noch meine auf dem bereitstellen, da können wir später mit Reflexion der jeweiligen Skills der Person dann natürlich auch gucken, wen kann man da empfehlen als zivilgesellschaftliche Organisation und gegebenenfalls Empfehlungen auch zur Überquerung der Landesgrenze und so. Also das wird so allgemein. Also aus meiner Erfahrung wird Hilfe vor allem in diesen Gebieten benötigt, die eben vor kurzem auch befreit worden sind von der ukrainischen Armee, wo es den Menschen wirklich am notwendigsten fehlt. Ich habe gerade vorher Cherson erwähnt als Beispiel. Also den Menschen dort fehlt es an Trinkwasser, Lebensmittel, wirklich an den grundlegenden Dingen. Und wenn man in diese Gebiete fährt, dann sieht man
wenige NGOs, wenige internationale Organisationen vor Ort. Ich habe zum Beispiel gesehen, MSF. Daniela, jetzt hören wir dich wieder sehr schlecht. Von Frontier. Ein Problem mit, ja, ich weiß nicht, geht's ja. Jetzt. Medizin sans Frontier. Ärzte ohne Grenzen. Ja. Hast du erwähnt. Daniela? Mhm. Oder vielleicht kann Daniela ihre Kamera ausmachen. Ja, ich. Ja, genau. Vielleicht funktioniert so eine Kamera besser. Ja. Okay, ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob wir hören dich jetzt super. Okay. Genau, man sieht auch den International Medical Corps vor Ort und man sieht die Aufkleber von der UN auf gewissen Produkten und humanitären Hilfsgütern, die dort verteilt werden, auch von der World Central Kitchen, wie heißt sie, Igor? World Central Kitchen, ja. Okay, genau. Das heißt, man sieht diese Aufkleber, aber man sieht, dass es relativ wenig Präsenz gibt vor Ort. Und wenn Hilfsarbeiter vor Ort sind, dann sind das meistens Ukrainer und Ukrainerinnen selber, die für diese Organisationen arbeiten. Und das muss man, glaube ich, auch immer erwähnen. Das sind jetzt nicht internationale Mitarbeiter von den Organisationen, die dahin geschickt wird, weil die Organisationen diese Gebiete als zu riskant und gefährlich erachten, was sie ja auch sind. Das heißt, ich möchte hier auch immer betonen, dass Hilfe vor allem immer noch, finde ich, von der lokalen Bevölkerung geleistet wird, von den von der Zivilgesellschaft, von Aktivisten und Aktivistinnen, wirklich von ganz normalen Menschen, die sagen, okay, ich fahre jetzt, zum Beispiel im Sommer gab es das sehr viel, junge Menschen, die sich hier organisiert haben in Kiew und gesagt haben, okay, sie verbringen das Wochenende in einem der zerstörten Dörfer außerhalb von Kiew und räumen da auf und versuchen, die Häuser zu renovieren. Das heißt, es gibt hier sehr viel Willen auch zu helfen. Und deswegen möchte ich auch immer erwähnen, dass es auch lokale Organisationen gibt und Verbände, die man durchaus auch unterstützen kann. Die haben auch Websites, die haben auch Bankaccounts. Und das heißt, man muss nicht immer nur an die großen Organisationen denken, bei denen es sehr bürokratisch zugeht, auch wenn es mit der Verwaltung von Projekten, wenn wir von der Verwaltung von Projekten sprechen, ich glaube, Igor, du kannst uns da viel mehr erzählen, aber das, was ich mitbekommen habe bisher, ist, dass dass es oft an der Bürokratie scheitert, dass man deshalb sehr langsam Geld locker macht für gewisse Projekte und für gewisse Tätigkeiten und dass eben auch internationale Organisationen in gewisse Gegenden gar nicht fahren. Danke, Daniela. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Also ihr könnt jederzeit gern Fragen stellen oder sie mir per Chat schicken. Ich würde gern wieder zum Thema Geopolitik kommen. Wir haben noch nicht über die NATO gesprochen. Und zum Punkt NATO gibt es sozusagen zwei Sichtweisen. Jene der Ukraine, die aus einem historisch begründeten Sicherheitsbedürfnis heraus zur NATO möchte. Und dann jene Russlands, die darin eine unglaubliche Provokation sieht. Punkto Diplomatie. Wäre es sinnvoller gewesen, wenn man etwa von Seiten des Westens oder Seiten der EU, der Ukraine, ein anderes Angebot machte, also quasi Richtung Appeasement mit Russland? Ist das überhaupt möglich? Geht das überhaupt noch? Also was ist die Rolle des NATO-Beitritts eigentlich in dieser Eskalation? Ich bin keine Völkerrechtlerin, aber ich weiß, es gibt das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Das sollte auch für die Ukraine gelten. Aber wenn der Nachbar Russland ist, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ich würde dazu gerne was sagen. Schwierig, da nicht sehr persönlich zu werden, aber vielleicht gibt es doch Sinn in der Stelle. Ich bin migrantischer Deutscher aus einer jüdischen Familie. Ein Teil meiner Familie wurde auch in der Ukraine ermordet während des Holocaust. Ein anderer Teil wurde von Stalin nach Sibirien verschleppt und ist dort auch bei Zwangsarbeit umgekommen. Und
Die Frage der Diplomatie stellt sich dann, also auch basierend darauf, auf diese eindrücklichen Geschichten, die Daniela zu den schweren Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine gerade beschrieben hat, ist, ab wann und mit welchem Ziel ist Frieden um jeden Preis tatsächlich das? Und ist es denn überhaupt ein Frieden? Weil Frieden ist ja nicht gleich Frieden und vor allem auch nicht unbedingt nachhaltig und langfristig. Ist das, was tatsächlich ja nicht nur irgendwie eine Verzögerung von einer Ausweitung des Konflikts tatsächlich ist, oder etwas, was eben wieder, wie gesagt, langanhaltend bleibt. Und angesichts der genozidalen Verbrechen, bei denen wir es in der Ukraine zu tun haben und die jetzt nach und nach und nach und nach aus den befreiten Gebieten ans Licht dringen, angefangen mit Irpin, Bucha, hier danach Izium mit den Folterkellern und jetzt in Cherson, lässt sich erwarten, dass und sobald Zugang auch zu Mariupol irgendwie für internationale Missionen möglich sein wird, werden die Schreckensgeschichten natürlich auch eine ganz neue Dimension erreichen, von anfänglich 50.000 Toten wurde die Zahl nach oben bis 80 auf 80.000 korrigiert. Angesichts der grauenhaften Dimension der Verbrechen ist die Frage, also auf welcher Basis kann man reden, mit wem kann man reden und was ist das Ziel dessen? Minsk I und Minsk II, die als Erfolg gefeiert worden sind und einige Politikwissenschaftler sagen auch rückblickend, dass das beste Modell zu der Zeit generell war, sind gescheitert, wurden einseitig aufgekündigt. Warum sollte es der Ukraine verwehrt sein, ihre eigenen Entscheidungen für die Zukunft, für die Sicherheit ihrer Bevölkerung zu haben? Einfach nur, weil der Nachbar Russland ist. Also man sieht ja auch tatsächlich einfach, was für eine gewisse Sicherheit, Stabilität und auch wirtschaftlichen Erfolg und politischen Erfolg die baltischen Staaten als ehemals besetzte Staaten der Sowjetunion nun haben. Und der Austausch zwischen den baltischen Staaten, vor allem zwischen Litauen, Estland und der Ukraine, ist auch sehr eng. Mit Blick auch auf diese Softpower tatsächlich, die das Modell Demokratie, Unabhängigkeit und Integration in den Westen, in der Ukraine nun bietet, seit 2014 noch stärker, bis 2014 tatsächlich, bis zum Beginn der ersten russischen Invasion, war die Bevölkerung der Ukraine auch stärker gespalten, wenn es um den Beitritt zur NATO ging, durch unterschiedliche Zugehörigkeitsgefühle. Mit dieser gewaltvollen Invasion, zuerst 2014 und nun mit dem Ausmaß der grauenhaften Verbrechen, seit Februar 2022, steht es zum Überleben dieser Nation und aber auch von der Europäischen Union als wertegeleitetes Konstrukt. Es geht natürlich auch um andere Sachen, aber geht es um das Modell unseres Westens letzten Endes, was wir zu einem gewissen Teil verteidigen müssen, weil gerade ist es die Ukraine. Danach könnte es Polen sein. Die zwei Raketen waren erste Indizien dazu und es gab auch einige Militärexperten, die Daniel hat erwähnt, ich bin keiner und sie ist auch keiner, aber einige Militärexperten, die ich sehr schätze, denen ich regelmäßig folge, schließen nicht aus, dass es eine gezielte Provokation auf polnisches Territorium von russischer Seite gewesen sein könnte. Danach könnten es die baltischen Staaten sein und danach könnten es Deutschland und Österreich sein, wenn es darum geht, bestimmte Einflusszonen der russischen Welt zu dienen. Und dass wir uns irgendwann natürlich auf einen bestimmten Status mit Russland einigen müssen, einfach weil dieses Land von der Bildfläche nicht verschwindet, spielt wahrscheinlich außer Frage. Die Frage ist halt, mit was für einem Russland und unter welchen Bedingungen? Mit der aktuellen politischen Elite, die sich durch diesen Krieg natürlich auch massiv selbst destabilisiert, weil dieser Krieg als eine 3-Tage-Spezialoperation anfänglich ausgelegt worden ist. Und also Daniela und ich haben tatsächlich auch in den ersten Kriegstagen auch noch gehört, dass das russische Militär mit Siegesfahren irgendwie nach Kiew gekommen ist, in Vorbereitung, dass sie halt eine Siegesparade innerhalb kürzester Zeit in Kiew fahren könnten. Und durch den ukrainischen Widerstand, den Kampfgeist und die erfolgreiche auch Public Diplomacy des ukrainischen Präsidenten sieht man tatsächlich, what is at stake. Und das ist für die Ukraine ihr Überleben als Nation und ich würde sagen, für uns europäische Nationen auch natürlich das Überleben und die Legitimierung eines bestimmten Wertekonzepts für uns und unsere Kinder und unsere Zukunft.
Das heißt, also die, bleiben wir mal kurz bei der russischen Perspektive. Die Kriegsziele wurden offenbar nicht erreicht. Gibt es ein gesichtswahrendes Ausstiegsszenario für Russland? Weil ich glaube, nur so wären ja auch Friedensverhandlungen letztlich erfolgreich. Oder kann sich die Ukraine oder kann dieser Krieg eigentlich nur militärisch beendet werden? Ich denke, dass wir, also im März und April hätten wir einen gesichtswahrenden Verlust noch mehr oder weniger irgendwie vielleicht erreichen können, auch sich die Setzung der Kiewer Oblast entscheidend ja mit Menschenrechtsverbrechen, grausamen Massenvergewaltigung, beliebigen Erschießungen von Männern im wehrpflichtigen Alter angefangen worden ist. Bis, ja, sagen wir mal, Anfang März wäre das vielleicht noch irgendwie realistisch gewesen. Da Russland aber tatsächlich auch zu einer gewissen Radikalisierung nicht nur in der Rhetorik, sondern im Kriegsvorgehen danach massiv beigetragen hat, ist, glaube ich, das Erste, was jetzt für eine langfristige diplomatische Lösung irgendwann relevant sein sollte für Europa und uns als doch Westen, wie kritisch man auch mit diesem Konzept gegenüberstehen sollte, ein militärischer Sieg der Ukraine. Mhm. Gibt es noch Fragen? Dann habe ich noch eine, weil das Thema immer wieder auch in Österreich debattiert wird und das auch historische Hintergründe hat und das sind historische Ängste. Gar nicht einmal Gefahr eines Atomkrieges, aber wie sicher sind Nuklearanlagen in der Ukraine? Ich meine, ich habe heute sehr oft von Luftbombardements gehört. Das ist, glaube ich, habe ich mal mitbekommen, eine Frage, die sich viele Menschen auch hier in Österreich stellen. Daniela, Igor, habt ihr da eine Einschätzung dazu? Daniela, bist du? Ja, ich habe immer wieder Probleme mit der Verbindung. Es gibt in der Ukraine keinen Ort, der sicher ist gerade. Und da sprechen wir auch von Atomkraftwerken. Das ist absolut so, dass die nicht sicher sind. Aber auch hier möchte ich immer wieder betonen, dass die Aggressionen von russischer Seite ausgehen. Und ich glaube, dass, weil vorher dieses Thema gesichtswahrend für Russland erwähnt wurde, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dieser Frage. Zum einen frage ich mich, müssen wir gerade uns darum kümmern, dass Russland das Gesicht wahrt und warum? Diese Frage kommt immer wieder auf, aber ich finde sie schwer nachzuvollziehen gerade jetzt, auch wenn ich zurückkomme aus diesen Gebieten und mit den Menschen gesprochen habe hier vor Ort, da denke ich mir, Russland hat sein Gesicht schon lange gezeigt in den letzten Monaten. Und ja, ich kann auch gar nicht so viel ergänzen zu dem, was Igor vorher gesagt hat. Ich könnte vielleicht zu den Nuklearanlagen was kurz erwähnen. Es ist kein Ort sicher und noch schwieriger wurde es natürlich mit dem massiven Beschuss am 10. Oktober der Energiesysteme als. Und das wurde dann auch berichtet. Das war auch tatsächlich verhältnismäßig erwartbar. Viele der Nuklearanlagen dann zeitweise auch vom Stromnetz einfach abgekoppelt waren, einfach weil die Sicherheitsstruktur nicht darauf vorbereitet war und auch gar nicht darauf vorbereitet sein konnte, dass längerfristig einfach in weiten Teilen der Ukraine der Strom viele Stunden ausfällt durch diesen Beschluss am 10. Oktober, dann Ende Oktober und dann erneut im November. Da ist die Frage einfach, wie können wir als internationale Gemeinschaft auch mit der internationalen Nuklearatombehörde, AE, wie heißt die? Ja, ich glaube, jeder weiß, welche ich meine, die in Wien sitzt, wie kann man dort tatsächlich eine gewisse Gewährleistung des Weiterlaufens von idealerweise von allen Nuklearanlagen gewährleisten?
Vorschläge gab, es bestimmte Sicherheitszonen dazu zu entwickeln. Russland behält sich aber weiter vor, Saporizhia zum Beispiel militärisch weiter zu kontrollieren und teilweise auch als militärische Basis drumherum zu nutzen. Das heißt, dass wir es, also unabhängig von der direkten Drohung, die wir haben, dass es nuklear eskalieren könnte und dass Russland eine Nukleardoktrin nutzen könnte, um gegen die Ukraine und andere Staaten Krieg zu führen, dass wir es halt, dass wir das aktive Risiko weiterhin haben, dass es zu schweren Schäden auch in der nuklearen Infrastruktur in der Ukraine kommen könnte. Einfach durch das fragile Stromversorgung. Das ist natürlich, ja. Ich wünschte, ich würde positiver klingen, aber das ist ein reales Bedrohungsszenario. Es gibt unterschiedliche Risk Assessments dazu, dass diese weiter bestehen. Und wir hoffen dann doch irgendwie auf die gewisse Vernunft irgendwie, dass der Einsatz oder auch die Schäden an nuklearen Anlagen, ich meine, selbst wenn sie wären eine Katastrophe dann auch für Russland, für alle derzeit, für alle Beteiligten. Nicht nur für die Ukraine, nicht nur für Europa. Durch auch die geografische Nähe, durch die geografische Nähe auch für Russland langfristig. Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon am Ende der Veranstaltung. Ich werde euch trotzdem eine kleine letzte Frage stellen für ein Schlusswort. Ganz kurz eine Minute. Woraus kann man derzeit Hoffnung schöpfen, wenn es um die Ukraine geht? Ich fange vielleicht an. Ich glaube, Hoffnung schöpfen kann man aus den, aus den Menschen, die hier leben. Aus diesem Mut und aus dem Willen, für die eigene Freiheit zu kämpfen, nicht klein beizugeben, zu sagen, okay, dann haben wir keinen Strom, dann haben wir kein fließendes Wasser, wir haben diesen gesamten Komfort und Luxus nicht mehr, den wir eigentlich vorher hatten, denn die Menschen hatten das vorher hier alles. Aber es geht hier um etwas anderes, es geht um unsere Freiheit, um unser Leben, um unsere Zukunft, auch um die Geschichte unseres Landes. Und daraus kann man, glaube ich, Kraft schöpfen. Davon kann man auch sehr viel lernen, dass man Demokratie und Freiheit nicht als selbstverständlich wahrnimmt, sondern dass das auf jeden Fall Dinge sind, Werte sind, für die man eintreten muss, die man verteidigen muss. Und ja, ich meine, ich erlebe hier sehr viele hoffnungsvolle Menschen. Es ist nicht nur so, dass die Menschen aufgeben und Angst haben, sondern dass sie zusammenwachsen, dass es Solidarität gibt, dass es Empathie gibt. Und ich glaube, dass daraus kann man auf jeden Fall Hoffnung schöpfen, wenn es um die Ukraine geht. Danke, Daniela. Igor? Darauf aufbauend, was Daniela gerade gesagt hat, und das habe ich erwähnt, halt auch mit dem beeindruckenden Einsatz von Ehrenamtlichen. Ein besonderes Herzensanliegen, das war auch halt ein Thema meiner Arbeit. Also ich habe in den letzten 4 Jahre halt in der Ukraine gelebt und davon ungefähr 3 Jahre in zivilgesellschaftlichen Projekten gearbeitet. Also darauf aufbauend finde ich es unglaublich beeindruckend, aus menschlicher Perspektive auch einfach, wie viel in der Ukraine geleistet werden wird und was allein durch den Kontakt mit ehemaligen KollegInnen, FreundInnen dort in der Ukraine, man in solchen schrecklichen Situationen über Menschsein einfach lernt, zu was Menschen in der Lage sind. Wie Daniela richtig erwähnt hat, da gibt es auch einige Statistiken, dazu wird ein Großteil der Arbeit, vor allem in den Frontgebieten von ukrainischen Organisationen, ukrainischen auch Initiativen oder einfach nur normalen Leuten, die niemals sagen würden, dass sie Teil der Zivilgesellschaft sind, geleistet. Während da ging eine Grafik viral, etwa 90% immer noch der Spendengelder dann bei größeren Organisationen ankommen, wird vor Ort tatsächlich vor allem durch den Einsatz der Menschen, die halt einfach auch nichts mehr zu verlieren haben oder konkret alles zu verlieren haben, sehr viel
sehr viel weiterhin noch 9 Monate nach dem Krieg gemacht. Und zu sehen einfach, dass so viel einfach möglich ist, trotz Stromausfällen, Wasserausfällen, Ausfällen in der Energieversorgung, ist unglaublich lehrreich jetzt auch tatsächlich, glaube ich, für jeden, der sich irgendwie mit Zivilgesellschaft und den Werten von gegenseitigen menschlichen Unterstützung auseinandersetzt. Weil das eine historische Erfahrung ist, einfach man was erwartet hätte erneut. Also ich denke, das ist eine der Dinge, die ich nach wie vor unglaublich beeindruckend finde und auch ein gewichtiger Grund, warum meine Faszination für die Szene auch bleiben wird, einfach zu sehen, wie auf menschlicher Ebene sich so viel einfach entwickelt und was dann tatsächlich auch mit diesen Menschen, die aktiv sind, teilweise aktivisiert werden durch die Kriege, durch die Krisen und Kriege, die Resilienz, die sie entwickeln, was für eine Verantwortung sie dann in ihren Communities langfristig auch danach übernehmen können und sich darauf vorbereiten, das Land am Tag X zu einem besseren Land weiter zu entwickeln. Das sind meine Gedanken dazu. Dankeschön, Igor Mitschnik. Dankeschön, Daniela Brugger. Es war ein wirklich, wirklich interessanter Vormittag. An dieser Stelle möchte ich mich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen verabschieden. Ja, ich hoffe, auch ihr konntet einiges mitnehmen von dieser Veranstaltung. Ich auf jeden Fall. Dankeschön.